Ja, ich bin immer noch in Kalifornien. Allerdings bin ich jetzt in Südkalifornien, in der Mojave-Wüste, in der Nähe von Palm Springs, einige Stunden östlich von Los Angeles. Ja, und hier ist ein weiterer Hotspot der Windenergie in den USA. Und wie man es vielleicht hört, hier bläst der Wind auch wieder gewaltig. Die Anlagen stehen ja alle in einem Talkessel, umgeben von zwei Gebirgszügen, wo der Wind ordentlich durchpfeift. Ja, und hier stehen wieder ganz viele exotische Anlagen, auch sehr viel alte wieder. Und ja, das wird wieder ein großer Spaß hier zu erkunden. Ja, als erstes besuche ich hier den Windpark Eden Hills. Und hier stehen Clipper-Windanlagen, ein amerikanischer Hersteller. Online stehen 10 Anlagen, hier sehe ich jetzt nur 8. Kann sein, dass 2 schon abgebaut wurden. Von 2008 ist der Windpark. Und das sind Anlagen der 2 Megawatt-Klasse. Und der Typ nennt sich Clipper Liberty C93, also 93 Meter Rotor, 2 Megawatt. Nabenhöhe schätze ich mal auf so 80 Meter ungefähr. Ja, laufen tun jetzt nur 2 Stück von den 8. Die anderen stehen, aus welchen Gründen auch immer. Also einfach der Wahnsinn, was die hier für eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit haben. Bestimmt 9-10 Meter, also auf jeden Fall echt wie Küstenverhältnisse hier. Dass der Wind hier durch das Tal pfeift. Ja, ich kenne die Anlagen, schon mal gesehen. Allerdings noch nie live. Gibt es in Deutschland meines Wissens nach auch nicht. Also deshalb ist es jetzt hier spannend, mal wieder neue Anlagen zu sehen. Ja, leider auch wieder dicke Straße hinten dran, aber das ist hier leider überall so, dass man an die Parks leider nicht super nah rankommt. Aber naja, ich werde versuchen, das Beste draus zu machen. So, jetzt bin ich hier relativ nah an den Anlagen dran. Es war auch wieder ein Gate hier, wie bei den ganzen Anlagen auf dem Altamont Pass. Aber man kommt relativ nah dran. Ja, leider ist wieder direkt eine fette Straße hinten dran mit viel Verkehr, aber ich gebe mir Mühe, dass ihr mich einigermaßen versteht. Ja, sind jetzt 2 Anlagen, die stehen leider. Wäre gerne mal ein bisschen näher an die Anlagen dran gekommen, die laufen. Ja, Nabenhöhe schätze ich so 80 Meter. Müsste so im Vergleich zum Rotor hinkommen. Sind schon coole Dinger. Gibt es meines Wissens nach gar nicht in Deutschland. Schon ein witziges Design, irgendwie ein sehr kompaktes Maschinenhaus. Spitze Narbe. Ja, da sieht man auf jeden Fall auch schon gut die Schmiere. Also die haben auf jeden Fall schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Beziehungsweise werden hier wahrscheinlich auch ziemlich strapaziert. Auch interessant die Form der Rotorblätter. Ein sehr spitzer HKS. Das ist schon echt ein tolles Bild mit den Bergen im Hintergrund und hier in der Wüste. Gefällt mir echt gut. Ja, hier sind noch weitere Anlagen. Das sind jetzt die beiden, die laufen. Da wäre ich eigentlich gerne mal ein bisschen näher rangekommen. Muss ich mal gucken, ob ich da gleich hinkomme. Weiß ich jetzt nicht genau. Ja, und hier auf der Seite stehen jetzt 5 Stück insgesamt auf diesem Bergrücken. Oh, 2 Stück laufen leider nur. Dann hier die 2 und jetzt hier
Hinter mir steht noch eine, das ist jetzt direkt in die Sonne gefilmt. Also insgesamt 8 Stück. Coole Dinger, ja, vielleicht laufen sie die Tage mal, wenn ich hier unterwegs bin. Aber ist auf jeden Fall schon mal cool, sie hier zu sehen. Ja, würde mich gerne mal drunter stellen, mal hören, wie laut die sind. Bei den Windbedingungen hier machen die wahrscheinlich auch ganz schön Krach. Aber man hört es jetzt leider nicht so gut wegen der Straße. Naja, immerhin cool mal was Neues zu sehen. Und ja, ich werde jetzt mal weiterfahren. Mal gucken, ob ich von der anderen Seite noch dran komme. So, ich stehe jetzt nochmal hier auf der anderen Seite. Und was man gerade eben gar nicht gesehen hat, ist, dass bei einer Anlage ein Rotorblatt fehlt. Diese Anlage hier hat nur 2 Rotorblätter. Deshalb stehen sie auch so komisch im Wind. Keine Ahnung, ob das abgefallen ist oder ob es kaputt war und nicht wieder neu montiert wurde. Man sieht es jetzt auch nirgends am Boden liegen. Aber sieht schon ulkig aus. Ja, die Blätter sind in den Wind gedreht, also die Anlage ist auf jeden Fall stillgelegt. Bei den anderen Anlagen, die stehen, sieht man es, da sind die Blätter ja aus dem Wind gepitcht. Trudeln auch so ein bisschen vor sich hin, also die laufen auf jeden Fall. Aber ja, bei dieser Anlage hier gab es entweder eine Havarie oder sie war kaputt und wurde nicht repariert. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Hinten sieht man nochmal die Anlagen, die laufen. Jetzt leider nur 2 Stück, die laufen. Aber trotzdem cool, dass man sie überhaupt mal laufen sieht. Finde ich schon einen coolen Anlagentyp. Mal ganz was Neues. Ja, mal gucken, vielleicht sehe ich das Rotorblatt noch. Ansonsten ziehe ich mal weiter. Ja, von hier sieht man es jetzt noch mal ein bisschen besser. Hier sieht man die Narbe jetzt von vorne. Und da kann man jetzt schön unten reingucken, wo das Blatt eigentlich reinkommt. Schon echt witzig. Ja, ich denke mal echt. Also ich glaube nicht, dass es abgefallen ist. Ich glaube eher, dass es abmontiert wurde, weil es kaputt war. Und der Betreiber, für den rentiert sich jetzt einfach nicht mehr, das Blatt nochmal zu montieren. Weiß jetzt auch gar nicht, wie alt die Anlagen sind, ob es nicht mehr wirtschaftlich ist. Ja, wenn ich jetzt Drohne fliegen könnte, dann könnte ich easy schauen, ob das Blatt da liegt. Aber das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe die extra mitgebracht, aber bisher war es sowas von stürmisch. Auf dem Altamont Pass auch. Und hier noch mehr, also das würden keine guten Aufnahmen werden. Die wird nur rumzappeln. Bisschen schade. Weil dann könnte ich euch sagen, ob das Blatt da liegt oder nicht. Ah, vielleicht sieht man es ja auch auf Google Maps. Mal schauen. Ja, würde mich interessieren, ob man die Anlage hier nochmal ertüchtigt oder ob die jetzt hier so stehen bleibt und ihre letzten Tage hier fristet. Sieht man nochmal die andere Anlage, die läuft. Echt sowas von stürmisch hier, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, zum Abschluss habe ich jetzt hier nochmal kurz angehalten. Hier hat man nämlich einen super Blick in die Ebene Richtung Palm Springs und wollte euch mal einen kleinen Vorgeschmack geben auf die Videos, die ich die nächsten Tage machen werde und euch schon mal zeigen, was euch erwartet, wie gigantisch das hier einfach ist, wie viele Anlagen hier stehen. Ich zoome jetzt einfach mal rein und ihr könnt es schon erahnen, hier ist die Hölle los. Hier stehen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Anlagen. Unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Hersteller, unterschiedliches Alter.
vor allem. Und alles in der Ebene hier. Das ist richtig krass. Stehen auch noch mal eine Reihe mit Mitsubishi-Anlagen. Da hinten auf dem Berg stehen auch Anlagen. Da auch noch mal vier größere Vestas. Also ganz viele verschiedene Hersteller und Anlagentypen. Und ich freue mich echt drauf, die nächsten Tage hier zu erkunden und mir die Anlagen alle aus der Nähe anzuschauen. Da geht es auch nochmal weiter. Also es ist echt verrückt. Habe ich noch nie gesehen, sowas, so viele Anlagen auf einem Fleck. Ja, und jetzt ganz da in der Ferne, da ist dann der Windpark, wo ich herkam, Eden Hills. Da stehen die Clipper Windanlagen. Das ist eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, die 8 Anlagen, wenn man bedenkt, wie viele Anlagen hier stehen. Naja, ich werde mich jetzt aufmachen zu meinem Camp und dann dürft ihr euch auf die Videos freuen, die in den nächsten Tagen folgen werden. Bis dahin, halt die Ohren steif und ciao, ciao.